Hey und herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich gerade PvP machen. Schau so über mein Gear, weil ich dachte, komm, erzählst du mal in einem Video, wie scheiße dein Gear ist. Und schau drüber und der, das ist ja immer noch der alte Ring. Alter, wie kann ich nur? Das ist ja peinlich, dass der legendäre Ring, der alte, ist auf plus 5 und habe mich jetzt gerade dazu entschieden, Today. Gott, wir holen uns einen neuen. Natürlich magisch. Ring. Und ziehen den auf plus 15. Uralt erstmal. Das ist nämlich besser als dieser kackalte, legendäre plus 5er. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. So, das ist jetzt der neue. Vergleichen ist schlechter. Ist aber auch klar. Er ist ungeplust. Aber allein die L-Marks sind schon höher. Ist das ernsthaft? Ich meine, die anderen Werte sind halt alle gewürfelte Werte. Und ich kann es einfach nicht ertragen, dass dort dieser Uraltring ist. Ich weiß auch nicht, woher der kommt. Ich würde ungern meine anderen Steine benutzen. Die legendären spare ich mir gerade eigentlich extra auf. Wir kaufen uns nochmal hier dieses PvP-Boxbündel, was man ja mittlerweile in der Woche nur noch 5-mal kaufen kann. Praktisch, dass ich es das noch nicht gekauft hat und das, obwohl es Dienstagabend ist. Ich meine, wieso mache ich das nie? Das solltet ihr eigentlich jede Woche kaufen, zumindest die PvP. Denn meine Erfahrung ist, dass beim PvP. Also ich habe viel zu viele PvE-Steine. So, machen wir es einfach so herum. Wir haben hier diesen wunderschönen Ring. Ach, das ist ja so schmerzhaft. Tun wir erstmal mal so, als würden wir ihn auf plus 15 ziehen. Tun wir nicht, also nicht mit Uralten. Bewahre. Wenn das jetzt weiter so fantastisch gut hochgeht. Okay, ich wollte schon sagen. Denn das wirkt so. Könnte das bitte mal mit meinem ultimativen Gear so schön sein? Na, ich weiß, ultimatives Gear hat andere Chancen, aber das sieht schon eher. Das ist verwirrend. Will mich das System hier auch noch dazu bringen, irgendwas aufzuwerten oder was ist los? Ich meine, das große Problem an Schmuck aufwerten, was mir extra erklärt wurde, ja, weil ich und PvP, wir sind Best Zusammenhänger. Was? Oh, wir sind schon auf plus 10. Oh, es prockt. Es prockt. Es geht weiter nach oben. Wir sind plus 14. Ah, okay. Wenn ihr aufwertet, verliert ihr vor allem PvP-Attack. Und müsstet dann erst das Legendäre wieder auf eine gewisse Stufe hochbringen, damit es sich lohnt. Und vor allem bei meiner aktuellen VZ-Anzahl, was Legendäre angeht, ist das ein bisschen knifflig. Ein bisschen sehr knifflig, vor allem weil ich mein ultimatives Gear noch hochziehen muss. Das muss noch auf plus 15. Ich überlege gerade, ob ich 14 auf 15 mit einem legendären mache. Man muss ja immer rechnen. 3 Uralte sind 5 legendäre, wenn man den Coupon der Altare benutzt. Ansonsten sind 15 Uralte ein legendärer. Jetzt mal, wenn man die anderen Mats mal beiseite lässt. Aber allein jetzt schon, ne? Allein jetzt schon dadurch, dass die PvP-Attack höher ist, mache ich mit dem rechten und weil er Magic Attack als Grundwert drauf hat, mache ich mit dem rechten mehr Schaden, obwohl ich weniger Resistenzwerte habe. Das ist, ja, das ist so. Zumindest mit dem Uralten später dann natürlich nicht mehr, weil, naja, umso höher aufgewertet, umso besser. Sag mal! Ich wollte eigentlich hier nur kurz knapp dieses Ding plussen. Jetzt hängt mir das um die Zehner rum. Zum Glück kostet das ja so gut wie kein Kino. Ich liebe Uralt plussen, ist einfach nur angenehm. Das ist, wenn du legendär oder ultimativ plus, siehst du deinen Kino dahin schmelzen und bei. Ja, bei Uralt denkst du so, haben wir denn schon ein bisschen was verloren? So viel? Wann ist das denn passiert? Also die Masse macht's aber. Ja, wann habe ich ihn gerade 10 Millionen ausgegeben? Echt? Wo habe ich gerade irgendwas anderes gemacht? Nee, ich bin online gekommen. Ich habe geportet. Habe ich irgendwas gekauft davor? Nee. Ja, ich jetzt echt schon übers Plus und so viel China rausgebratzt. Ah, nee, stopp. Ich habe die Library Protection gekauft. Alles gut, alles super. Ich musste mich noch meine
Lookbook Daily fertig machen. Weekly meinte ich eigentlich. Es war klar, dass es fällt, deswegen. Könnte dieses Item eventuell nett sein? Oh, nein, nein, nein. Wir brauchen dort ein paar Steinchen. Wir können nachher mal gegenrechnen. Wie viel es waren. Mhm. Erstmal machen wir jetzt hier mal was anderes. Und zwar, wir sagen ihm, er soll nur noch bis plus 14 machen. Ja? Weil dann haue ich dann den legendären Stein drauf. Es ist nun mal so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese 5 in einen Rutsch hochgehen, sehr gering ist. Selbst schon bei Uralt. Ah, da geht's noch. Versucht nicht, ultimatives Zeug mit uralten Steinen zu plusen. Ihr verschwendet so viel. Also in diesen Stufen. Ne? Plus 3, plus 4, plus 5 geht noch relativ. Aber alles darüber lohnt es sich, zumindest auf legendäre aufzuwerten. Eigentlich dann 13, 14, 15 auf ultimative. Schlichtweg wegen den Prozentzahlen. Na, da steckt eine Statistik hinter. Und ihr könnt jetzt sagen, ah, ich habe aber immer so Glück und mit 5 Items ist es oben. Aber im statistischen Mittel gibt es kein Glück. Und man kann auch sagen, ich habe gerade Pech. Ich gleiche die Person auf, die das Ding mit 10 Dingern hochkriegt, weil es auch noch zwischendurch pockt. Aber mittlerweile ist es echt viel. Ich glaube, ich habe schon über 50 Steine draufgehauen. Dieses uralte Teil ist verflucht. Zumindest ist der magische Ring. Stell ich mal vor, ich hätte den physischen aus Versehen gekauft. Es ist plus 14. Ein legendärer Stein. Nicht ernsthaft. Das muss man jetzt erstmal hinkriegen. Boah, ich gehe mal. Ich habe eigentlich bei mir die... Ups, ich wollte nicht rauslaufen. Sorry, das passiert manchmal, wenn ich irgendwo anders hinklicke. Ich habe nicht gerade im Browser die Prozentliste geöffnet. Die ist nämlich gleich geblieben seit 6,5 schon. Und also, die Wahrscheinlichkeit, dass am Item oberhalb von 10 mit Uralten hochgeht, ist immer 48%. Das heißt 50%. Das heißt, Moment, 0,5 hoch 5 sind 0,25, 0,125, 0, oh Gott, jetzt fängt es langsam an schwer zu werden. 0,0675. 0,3525. Ich schreibe die Zahl hier hin. Ich habe jetzt. Es ist spät, ich habe Kaffee getrunken, ich bin durch. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, die 5 zu haben, gering. Und bei Legendär war es jetzt auch nur 68%. Also. Es sollte irgendwann mal hochgehen, ja. Von mir aus gerne mal irgendwann bald, weil es jetzt bald schon 100 Steine verplempert hat. Alter, krass. Das ist eine richtige Anzahl mal. Da muss ich ja bald wieder Dreads laufen. Ey, was soll das denn? Ich will keine Dreads laufen. Also ich will schon Dreads laufen, nur ich komme nie dazu. Ich habe eigentlich hierfür auch gerade keine Zeit, aber es ist wunderschön, sich vor einer 48-Stunden-Klausur zu drücken. So mal 10 Minuten. Keine Angst, 48-Stunden-Klausur heißt nicht, dass ich 48 Stunden lang eine Klausur schreibe, sondern dass ich so lange Zeit habe, einen, nennen wir es mal, Aufsatz zu schreiben. Über 7000 Zeilen. Also es ist nicht viel, aber es ist halt viel Literaturrecherche in kurzer Zeit, was total ätzend ist. Oh, plus 14. Jetzt können wir mal so ein random Real-Life-Ding erfahren. Danke sehr. Ich dachte schon, das passiert gar nicht mehr. Jetzt kann man aber deutlich sehen, es sind weitaus mehr PvP-Angriff. Das heißt, mit dem Ding kriege ich zwar mehr aufs Gesicht, aber deutlich, mache aber auch mehr Schaden. Ja, wenn wir jetzt den einsetzen, sehen wir beide Damage-Bereiche, das heißt Magic Attack und PvP-Attack gehen nach oben. Das Ding hier werden wir jetzt, Moment, erstmal speichern wir ihn hier beim PvP-Max, ich habe die halt alle blöd benannt, speichern wir erstmal ab, damit der drin ist. Und den hier werden wir jetzt wegdissen. Ich weiß, ich hatte schon mal das Neue. Und hab den wahrscheinlich weggedisst, weil ich dachte, oh, ich habe ja legendär das Neue. Ach, wie schön. Jetzt ist der weg. Und das ist gut so. Was wir machen könnten, wären... Also, würfeln auf uralt kostet halt wirklich nicht die Welt. Und wir könnten versuchen, hier so halbwegs sinnvolle Sachen reinzukriegen.
Nee, nicht blocken. Blocken sehe ich halt definitiv nicht. Genauso wie Parry, also, naja. MP, TP, on point. Oh Gott. Meine Anfangszeit. TP, Magic Attack. Das ist super. Also, ich hätte lieber Emmak Magic Attack gehabt oder Kritzbell Magic Attack, aber TP Magic Attack ist, ey, ich meine, es ist uralt. Von daher ist es uns auch egal. Aber das bedeutet jetzt nochmal ein kleines bisschen mehr Schaden. Wir sockeln nicht. Ja, keine Sorge. Ich mache nur bereit, dass wir das Ding auch aufwerten können. Das ist ja auch immer wichtig. Das vergessen immer viele und dann stehen sie vom NPC und denken sich so, wieso kann ich nicht aufwerten? Wie viel verdiene ich eigentlich, wenn ich aufwerte? Ach scheiße, die Werte werden ja nicht hingeschrieben. Aber ich kriege die anderen ordentlich dazu. Ne? Müssten wir mal überlegen. Aber ich glaube, ich habe gar nicht genug ultimatives Ethium. Ultimatives? Warte, ich habe doch gerade den Ring eingepackt. Legendäres. Ach, sorry, ich hatte hier geguckt und nicht da. Ich habe trotzdem nicht genug Ethium legendär, glaube ich, um alles aufzuwerten. Doch, habe ich. Ich würde sagen, das machen wir aber erst nachdem alles, was ich hier auf Ulti habe, plus 15 habe. Da kommt bald was zu, aber noch nicht jetzt. Und weil ich muss die ganze Zeit vor Zeit drüber handeln. Das ist super lässig und kostet übelst viel China. Und ich würde sagen, bis denn.